Hey Leute, wir bauen heute dieses Gartenhaus. Und wenn du ein Gartenhaus haben möchtest, was nicht aussieht wie jedes andere, sondern frisch und modern mal etwas anderes, dann bleib auf jeden Fall dran. Mein Name ist Sebastian und ich mache dich zum Held deiner Werkstatt. Wir bauen heute also dieses geniale Gartenhaus und ich wollte es mal neu interpretieren. Ich habe vor einigen Jahren schon mal ein ganz klassisches Gartenhaus gemacht, was eben aussieht wie irgendwie dann doch jedes Gartenhaus, nur sehr stabiles und sehr schön gebautes. Das Video dazu findest du hier oben verlinkt, haben eine 500.000 Leute sich angeschaut und vor allem Tausende von euch haben sich die Pläne runtergeladen und das Ganze nachgebaut. Freut mich total. Hier bei diesem Gartenhaus ist es genauso. Du bekommst natürlich auch alle Pläne wieder von uns auf unserer Webseite und hier unten auch in der Videobeschreibung verlinkt, genauso wie alle Produkte, die wir verbraucht haben. Weil schau dir das bitte mal an, dass du genau das richtige Holz verwendest, dass du die richtigen Schrauben verwendest, weil es ist enorm wichtig, hier die richtigen Schrauben zu verwenden. Aber schau erst mal das Video dir an und wenn du Fragen hast, unten in die Kommentare. Heute wird aus diesem Gerippe also ein richtiges Gartenhaus. Ich freue mich drauf. Wenn ihr das erste Video nicht gesehen habt, nämlich wie wir das Gerippe oder das Grundgerüst gebaut haben, dann schaut euch das mal am besten an. Ich verlinke das hier oben. Das hat richtig Spaß gemacht und vor allem, das kann wirklich jeder. Und jetzt geht es darum, die ersten Schritte zu machen und dazu gehen wir hinten zur Ecke. Wir haben hier mit den Eckprofilen angefangen, einmal rechts, einmal links. Das Ganze natürlich bis nach oben gezogen, ausgeklinkt und ganz wichtig, wir haben hier einen Tick Farbe da schon mal dran gestrichen. Warum? Weil wir hier nur auf 5 mm rangehen, weil Holz arbeitet ja auch ein bisschen. Und wenn du dazwischen guckst und guckst dann genau auf das Helle, das muss nicht sein. Je nachdem natürlich, welche Farbe du gerade brauchst. Dadurch, dass wir die beiden Ecken schon mal gemacht haben, können wir jetzt Folgendes machen. Wir setzen jetzt hier die unterste Kante oder Linie, den Anfang, wie auch immer. Auf jeden Fall, das ist extrem wichtig. Das muss wirklich absolut exakt gerade sein. Ansonsten verschiebt sich die komplette Wand und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, muss man von vorne anfangen. Also macht das ordentlich und dann geht's los. Ich habe gerade gesehen, wie schön der Holger hier die Kapsel missbraucht hat, aber eigentlich nicht. Das heißt, sowas wie das hier könnt ihr natürlich wunderbar machen. Und falls ihr euch fragt, warum eigentlich? Ganz einfach. Wir haben hier unten den H-Pfostenträger. Das haben wir beim Brett da drunter ja auch schon gemacht. Das muss jetzt ein bisschen ausgespart werden, sonst hast du hier so eine Beule oder kriegst es gar nicht rein. Ihr geht mit der Kapsel wieder spielend leicht, auch wenn es nicht dafür gedacht ist, jetzt nach rechts und links zu fahren, aber denkt bitte dran, alle 3-4 Lagen nachzuschauen, ob ihr noch im Wasser seid. Wir sind jetzt bei der 10. Lage und ich habe eine Sache völlig vergessen. Was für Schrauben nutzen wir denn eigentlich? Denn wir sind hier im Außenbereich. Da müssen wir aufpassen, dass wir genau die richtige Schraube nutzen, weil wir haben hier eine sehr neuralgische Stelle. Punkt Nummer 1. Wir nehmen hier von Heco die Topix Plus Schraube und zwar die Dielenschraube. Ganz besonders wichtig ist, sie ist aus Edelstahl. Das heißt, euch rottet die Schraube nicht weg. Es gibt hier keine Rostränder, ja, und ihr habt sehr lange was davon.
Aber das ist nicht irgendeine Schraube, das ist quasi Hightech in Form von Edelstahl. Denn ich habe hier nicht irgendeine Schraube, denn normalerweise würde man jetzt hier eigentlich ein Teilgewinde erwarten. Das heißt, ich habe hier unten ein Gewinde, hier oben habe ich kein Gewinde und dann wird das mit dem Kopf rangezogen. Das haben wir hier aber nicht. Wir haben hier eine Vollgewindeschraube. Und bei der Schraube haben wir auch den von Heco bekannten Magic Close Effekt. Das sehen wir übrigens beim Schrauben auch die ganze Zeit. Das heißt, wir schrauben und zwischen Brett und Balken ist ein kleiner Abstand, wenn wir es ranlegen. Und während wir schrauben, wird das die ganze Zeit rangezogen mit dem Magic Close Effekt. Und das Geniale daran ist einfach, das macht nicht der Kopf. Das heißt, nicht der Kopf drückt das hier ran, sondern das Gewinde zieht nach und nach das Brett an die richtige Stelle. Und das Geniale dabei ist einfach, der Kopf, den wir haben, der ist nur dafür da, um den Antrieb aufzunehmen, also um wirklich das reinschrauben zu können. Aber der Kopf selbst hält gar nichts, sondern das Gewinde hält hier das Brett fest. Das hat einen riesengroßen Vorteil. Wenn hier zum Beispiel irgendwann mal das Brett schwinden sollte, dann kann es nicht passieren, dass der Kopf irgendwann rausguckt oder es kann auch nicht anfangen zu klappern. Das macht ihr genau mit diesem Effekt. Übrigens noch ein Vorteil von Vollgewinde ist, du kannst eine kürzere Schraube nehmen. In dem Fall war es so, dass wir hier einfach schon Schrauben hatten, deswegen haben wir relativ lange genommen. Aber normalerweise sagt man eigentlich Materialstärke mal 3 bei Teilgewinde, aber wir haben hier ja Vollgewinde, da würden wir auch Materialstärke mal 2 nehmen können, das würde reichen. Ein ganz wichtiges Thema hier bei dem ist, wir haben hier nur ein sehr, sehr dünnes Stück Holz. Wenn wir jetzt hier die falsche Schraube nehmen, hier einfach reinschrauben, dann kann das natürlich splittern und dann kann es auch verhindern, dass wir nach und nach uns nach oben arbeiten oder es könnte schief und krumm werden. Wir haben hier einen Fräskopf und zwar, also beziehungsweise eine Frässpitze. Diese Frässpitze ist so gebaut, dass wenn du hier reinschraubst, dass das Ganze weggefräst wird und sich nicht aufspaltet und dadurch nicht kaputt geht. Das ist ein Riesenvorteil und das macht diese Schraube wirklich zu einem Stück Hightech. Ich habe komplett vergessen, euch zu sagen, was für ein Material habe ich denn hier eigentlich in der Hand, beziehungsweise was für ein Material schrauben wir denn die ganze Zeit denn hier an die Wand. Das ganze Material, was wir haben, ist von der Firma Ladenburger. Wir haben das auch schon mal verwendet, und zwar bei unserem kleinen Außengebäude, weil so klein war das gar nicht, das wir schon mal verkleidet haben mit genau demselben Material. Und wir haben damals gesagt, das hat so gut funktioniert, das nehmen wir auf jeden Fall wieder. Wenn du dich dafür interessierst, ich verlinke dir das unten in der Videobeschreibung, weil ich muss sagen, Ladenburger hat ein echt cooles Produkt rausgebracht, denn das Material, was wir haben, ist aus Lärche. Großer Vorteil, es altert nicht, es rottet euch nicht so schnell weg. Aber das System hier ist fast idiotensicher herzustellen. So, selbst ich kann das und dann könnt ihr das erst recht. Denn wir haben hier eine Leiste, dann können wir das Ganze, die nächste hier oben drauf legen. Dadurch habt ihr folgenden großen Vorteil. Ihr habt hier eine schöne Fuge, die auch richtig gut aussieht und ihr könnt das Ganze nicht nur hier wie bei uns in Lavagrau komplett nehmen, sondern ihr könnt das hier auch in Holzfarbe, sage ich jetzt mal, nehmen und das hier in Dunkel. Es gibt einen extrem genialen Kontrast. Schaut euch das mal auf der Webseite an. Der große Vorteil von dem Ganzen ist, du kannst verdeckt schrauben. Das heißt, das eine Brett, ja, ist erstmal das unterste, da hast du ein paar Schrauben drin, aber beim nächsten setzt du hier die Schraubenköpfe an. Das heißt, genau hier ist auch eine Nut drin. Genau da bitte schrauben, Schraube rein und dann kannst du das nächste oben drauf setzen, Schraube wieder weg. Das heißt, du siehst das Ganze nicht, verdeckt schrauben. Und der große Vorteil von dem System ist zusätzlich noch folgender. Das Ganze ist hier, hat hier auch Nut und Feder. Du kannst es hier jetzt einfach wieder ansetzen und kannst es so im wilden Verbund vor dich hinlegen und benutzt recht wenig Material. Bei mir zu Hause habe ich ganz normal Nut- und Federbretter verwendet, was ja auch funktioniert, aber dieses System ist so viel besser und ehrlicherweise macht auch so viel mehr Spaß und es sieht einfach genial aus. Ihr schreibt mal bitte unten in die Kommentare, was sagt ihr denn? Würdet ihr es auch verwenden? Das Ganze geht natürlich auch wunderbar mit 12 Volt, denn bei den ganzen Schrauben kommt schon ein bisschen auch auf Gewicht an.
Das ist ein typisches männliches Ding. Das muss gut sein. Ist gut. Kommen wir mal zu unserem Fensterelement. Es ist mir völlig klar, dass dieses Fensterelement absoluter Wahnsinn ist. Warum? Wir haben hier ein Hebe-Schiebe-Kipp-Element. Hebe-Schiebe-Element wäre noch mal deutlich teurer. Mit einer Gesamtbreite von, wenn ich mich richtig erinnere, 280 mal 230 so um den Dreh. Oder 250? Ich weiß es nicht. Wir blenden es einfach mal hier ein. So, und bei diesem Element habe ich ein Problem, nämlich das ist echt, echt teuer. Wir haben hier ausgegeben so um die 2000 Euro. Das ist für ein Gartenhaus kompletter Irrsinn. Aber ich habe mir ganz bewusst gedacht, ich möchte mal einmal ein Gartenhaus haben, was komplett lichtdurchflutet ist, wo man sagen kann, Mensch, man kann hier auch mal reingehen, alles sieht wunderschön aus, man kann das hier auch mal wirklich schön hier einfach so auf und zu machen und ich wollte keine Flügeltüren haben. Deswegen haben wir uns entschieden, sowas Teures hier einzubauen. Das müsst ihr natürlich nicht machen. Ihr könnt auch ganz normales hier vorne auch verkleiden, eine ganz normale Gartenhaustür einbauen. Ist deutlich günstiger, kostet deutlich weniger. Ein Hinweis hier zu dem, wir blenden hier auch mal ein paar Bilder ein. Das war gar nicht so leicht, das hier reinzubekommen, weil da haben wir, glaube ich, zu 5 oder zu 6 dran gesessen, um es hier erstmal reinzuheben. Anschließend haben wir es hier ausgerichtet hier drin, perfekt. Und dann haben wir es hier ganz klassisch mit Fensterbauschrauben hier reingeschraubt. Festgemacht. Fensterbauschrauben, ganz wichtig für euch, sorgen halt dafür, dass sie das Fenster nicht extra noch mal ranziehen oder wegdrücken, im theoretischen Fall. Um das hier einzubauen, wir haben hier übrigens ein festverglastes Element, mussten wir die Festverglasung rausnehmen, um hier in der Seite reinzuschrauben. Und danach war es eigentlich relativ einfach, wir haben hier nur noch ein bisschen Dichtband rein und schon war es dann auch schon fertig. Mich würde eure Meinung dazu interessieren, schreibt mal unten in die Kommentare, was sagt ihr zu so einem großen Fenster im Gartenhaus. Wenn ihr jetzt richtig Lust habt, dieses Gartenhaus nachzubauen, gar kein Problem. Das findet ihr bei uns auf der Webseite. Einfach mal dort vorbeischauen, beziehungsweise unten in der Videobeschreibung ist das auch verlinkt, genauso wie alle Materialien und Werkzeuge, die wir benutzt haben. Eine Ewigkeit später. Falls du übrigens fragst, welche Tür wir hier eigentlich benutzt haben, das ist eine ganz normale Baumarkttür, die man so in Anthrazit bestellen kann. Die hat irgendwas so um die 150 Euro nur gekostet. Ein kleines Detail, falls es euch aufgefallen sind, hier sind ein paar komische Macken und Kratzer auf der Tür. Das ist nur in der Folie. Ich hatte gerade letztens einen Kommentar bei einem anderen Projekt, wo auch eine Folie drauf war. Mensch, wie sieht denn das aus? Ganz einfach. Hier ist ja noch die Folie drauf, um es zu schützen. Aber denkt dran, macht das erst ab, wenn ihr mit allem fertig seid. An der Stelle nochmal der Hinweis, wo ist das Holz eigentlich her? Wir beziehen das von der Firma Ladenburger, den Shop, den Online-Shop, wo du das auch kaufen kannst, verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Ich kann dir das nur wärmstens empfehlen, weil ich hätte das Gartenhaus ehrlicherweise gar nicht gebaut, wenn ich nicht genau dieses Holz gehabt hätte und das nicht genau so in dieser Optik hier bekommen hätte. Und das Krasse ist wirklich, wir bauen jetzt ja seit Stunden, eigentlich sogar seit mehreren Tagen hier an der Außenfassade und es ist noch nichts kaputt gegangen, es gab keinen Produktionsfehler, es hat perfekt gepasst. Mega genial. Und so soll es auch sein. Du möchtest Spaß haben beim Bauen.
Ihr habt gerade gesehen, wie Holger und Daniel hier oben schon wunderschön den Dachkasten gebaut haben. Das sind einfach nur Phasebretter, in dem Fall hier, glaube ich, so um die 11 cm hoch. Hier vorne erstmal als Stirn dran, in derselben Farbe gestrichen wie jetzt alles andere hier auch, damit es richtig dazu passt. Und unten drunter auch nochmal entsprechende Bretter, um hier einen richtig schönen Dachkasten zu bauen. Wir gehen nachher nochmal oben drauf, dann seht ihr das Thema Entwässerung. Aber das hier, muss ich sagen, finde ich richtig gut, das mal nicht in Weiß zu machen. Hätte ich nicht gedacht, dass es so cool wirkt, aber es funktioniert. Übrigens noch mal ein Hinweis, dieses hier, das Holz, bleibt genau in der Farbe als Kontrast. Weil nur hier das, man kann hier schön drunter schauen, habe ich gedacht, das müsste richtig gut dazu wirken. Wie ist deine Meinung dazu? Schreib es mal gerne unten in die Kommentare. Bevor wir zum Boden kommen, ich möchte euch mal zeigen, wie genial dieses Fenster ist. Irre. Und dieses riesige Loch ist genau das, was ich haben wollte. Jetzt kann man wunderschön die Luft reinlassen, die Sonne reinlassen, den Frühling reinlassen, dann demnächst irgendwann wieder. Ich glaube, das war die richtige Wahl. Ihr habt ja von Anfang an gesehen, dass wir hier auch eine massive Balkenlage gelegt haben. Genau aus dem Grund, weil wir gesagt haben, hier oben kommt Rauschbund drauf. Und ich muss ganz klar sagen, wir haben es hier wirklich übertrieben, denn wir haben hier 28 mm Rauschbund. Das ist viel zu dick, aber der Vorteil ist, wir haben hier keine Schwingung mehr beim Gehen und haben jetzt einen schönen massiven Boden. Wir werden für uns hier auch nichts weiter machen, außer den Boden nochmal schön abzuschleifen. Und dann werden wir hier einfach Treppenlack drauf machen, zweimal. Würde mich sehr interessieren, was würdet ihr machen? Weil wir haben gesagt, eigentlich reicht das, muss noch was anderes rein, erstmal nicht. Und ja, das Gartenhaus ist nicht rechtzeitig für dieses Video fertig geworden. Ich zeige euch mal, was alles noch fehlt. Es fehlt noch der Dachkasten, hier fehlen noch drei Lagen, hier fehlt auch noch die Verkleidung und hier fehlt noch die Terrasse. Wobei, Moment, die Terrasse fehlt hier noch und zwar genau hier. Und die Terrasse wird hier durchgehen, nach hier vorne. Und wird hier komplett auch hier nach vorne gehen. Und das werdet ihr demnächst sehen. Denn ich werde demnächst mit Sandra zusammen hier die Terrasse bauen. Aber die Frage ist, wie wird jetzt das Dach entwässert? Hallo. Eine ganz wichtige Frage ist, wie machen wir denn eigentlich hier die Dachentwässerung? Und dafür haben wir erst einmal schon im letzten Video Folgendes gemacht, nämlich hier ist Dachpappe drauf. Und wir haben hier ein Gefälle von hier vorne nach hinten, auch wenn es von euch hier gar nicht so aussieht. Aber hinten ist es so, dass wir angefangen haben, also erst die hintere Spur gelegt, dann die nächste, nächste, nächste. Auf die Art und Weise kann hier das Wasser immer hier oben drüber und drüber und drüber und läuft nirgendwo rein. Das Gefälle, was wir hier haben, ist zwar ein Minimalgefälle, reicht aber so völlig aus. Und wie geht es jetzt weiter? Das werden wir auch in diesem Video nicht mehr zeigen. Wir werden Folgendes machen. Hier oben drauf kommt Bitumschweißbahn und natürlich vorher kommen hier die Bleche dran, ja, die hier entsprechend hier hochstehen, hier auch hochstehen, die dafür sorgen, dass natürlich ein nahtloser Übergang ist und dass kein Wasser hier an der Seite runterläuft, weil dann modert euch das natürlich weg. Warum zeigen wir das nicht im Video? Ganz einfach, weil ich es nicht selber mache. Dafür ist es genauso wie beim Carport, da habe ich einen absoluten Experten, der das bei uns immer macht und ich sage mir auch, manchmal muss man doch nicht alles selber machen. Und natürlich fehlt hier auch noch eine Dachrinne. Die kommt natürlich dann auch noch dran. Hier kommt noch ein Fallrohr für die Dachrinne hin. Und dann ist das auch schon fertig. Und denkt dran, hier kommt noch eine Terrasse rein, genauso wie hier. Also schaut euch bitte das Video demnächst mal an. Das wird richtig, richtig genial. Soweit soll es das auch schon gewesen sein. Ihr schreibt mal bitte, wollt ihr sehen, wie wir den Innenausbau machen? Weil hier drin geht es natürlich noch weiter. Hier kann man das schön dämmen. Man kann noch hier Holzverkleidung machen. Ihr könnt schön was reinbauen. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Und vor allem, wenn ihr Fragen habt, schreibt das mal hier unten in die Kommentare. Denn ich werde auf jeden Fall noch ein weiteres Video machen, wo alle eure Fragen beantwortet werden. Und vor allem, wo es um das Thema Baugenehmigung geht. Denn ich habe für jedes Bundesland rausgesucht, was musst du beachten in deinem Bundesland. Also da geht es im nächsten Video drüber. Das soll es heute gewesen sein. Für euch wäre der Held eures Gartenhauses.